Was steht denn so an? Morgen nach Bayonne. Eine Eisenbahnhandlung, Familienunternehmen, 1246 Quadratmeter. Inhaber im Rentenalter. Top. Hast du schon verhandelt? Ich hab's am Telefon versucht, aber hat nicht funktioniert. Er scheint halb taub zu sein. Schnapp dir den Laden unbedingt. Im Südwesten sind wir noch nicht so stark vertreten. Hast du genug, um ihn davon zu überzeugen? Ja. Und ich habe auch ein ganz gutes Gefühl. Vorsicht. Die Basken kenne ich. Die wirken sympathisch, sind aber nicht ohne. Ein Familienunternehmen, sagst du? 1896 gegründet. Das wird nicht leicht. Nein, mach so. Ich bin nicht im Disneyland. Nein, das ist das Stadtfest in Bayonne. Die sind hier außer Rand und Band. Die Jeans unter Dach und Fach? Was? Schnell wieder weg bin von diesem Verrückten hier. Wir sind die führende Supermarktkette in Frankreich. Und ich bin der führende Eisenbahnhändler in dieser Stadt. Da haben wir ja schon eine Gemeinsamkeit. Und wie? Wie alt sind Sie? Oh, ich weiß gar nicht, wie. Ich bin schon steinalt. Da sollte man das Leben doch genießen. Hm? An was haben Sie Spaß? Hm? An Reisen oder vielleicht an Autos? An schönen alten Autos. Hm? Ich liebe Angeln. Wunderbar. Mit Hilfe von Euromarket kaufen Sie sich ein hübsches Boot zum Angeln, zum Rumfahren. Sogar zum Wasserskifahren. Ah. Hm? Hier habe ich 50.000 Euro für Sie. Sie unterschreiben hier und sind alle sorgenlos. 50.000, das ist zu wenig. Der Laden ist riesig. Das sind doch erstmal die 10% für den Vorvertrag. Wir waren uns vor 5 Minuten einig. Aber 5 Minuten sind eine lange Zeit. Hm? Ich lege noch 10.000 drauf. Aber das war's dann. Entweder Sie unterschreiben jetzt oder das war's. Der Opa, aber ich hab's geschafft. Er wollte 100.000 in bar haben, aber die Endsumme bleibt bei 500.000. Wow, der Laden ist dreimal so viel wert. Ja. Zocken kannst du. Wir beide werden die Firma hier rocken. Also dann, machen wir weiter. Soll ich lieber die Feuerwehr rufen? Jetzt gehen. Ich begleite Sie.
Nein, ich hab's nicht so weit. Danke. Okay. Hier haben Sie 50.000 für Sie. 50.000? Das ist zu wenig. Der Laden ist riesig. Das sind nur 10% vom Vorvertrag. Wir waren uns einig vor 5 Minuten. Ja, vor 5 Minuten. Das ist eine lange Zeit. Hallo? Raphael, entschuldige die späte Störung, aber es gibt ein Problem. Sein Neffe ist ein Vormund. Vorsicht, die Basten kenne ich. Die wirken sympathisch, sind aber nicht ohne. Un oubli tout, le beau ciel de Mexico. Siehst du, Gaëtan, auch das ist Frankreich. Na, die ist aber flott. Und die wird auch flott wieder verschwinden. Wo hast du das Geld hingetan, hä? Ich hab's vergessen. Wie viel wollen Sie für Ihren Laden? Er ist unverkäuflich. Niemals unterschreibe ich den Wisch hier. Oh, Ihr Onkel hat 100.000 Euro bekommen. Mach dich hübsch und geh mit dem mexikanischen Sänger in ein hübsches Restaurant. Soll ich auch noch mit ihm schlafen? Oh, pardon. Ist das Ihr Praktikant? Ja, mein Praktikant. Hier, die sind für Sie. Die sind bequemer. Sind Sie jetzt Franzose oder Spanier? Ich bin Basker. Verkaufen Sie mich nicht für doof. Ich lasse mich von Ihnen nicht veräppeln. Ich habe 7 Jahre studiert und war Jahrgangsbeste. Und ich komme aus dem Knast, also nerven Sie mich nicht. Nicht schlecht für eine Pariserin.